nicht um Gerechtigkeit. Aber wenn ich meine Augen öffne, dann sehe ich die Welt, wie sie ist. Also es hat bestimmt natürlich was damit zu tun, dass man sich gut kennt, ne? Wie es aber auch zum Beispiel mit Alicia, mit der ich damals noch für meine Abi-Prüfung gelernt habe, oder Yannick der Fall war, den ich auch schon seit einer langen Zeit kenne. Grundsätzlich ist der Zustand, mit jemandem zu arbeiten, den man schon lange kennt, ein einfacherer, weil man natürlich schneller in eine Entspannung kommt. Und Entspannung ist immer das Wichtigste, um in ein Gefühl auch einzusteigen, ne? Und um das zu spielen und um das drumherum zu vergessen. Und genau, deshalb drehe ich immer gerne mit Leuten, die ich gut kenne und gerne mag. So. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man ist beim Film ja immer stark auf das Wetter angewiesen. Und in dem Fall war es wirklich eine Katastrophe, weil der Wetterplan so nicht unserem Drehplan entsprach. Und deshalb, genau, also musste man einfach schauen, wie schiebt man die Dinge, welche Szene dreht man dann doch jetzt schon am nächsten Tag, die man eigentlich erst in 2 Wochen gedreht hätte. Das war ein organisatorisches Ding, von dem man als Schauspieler aber Gott sei Dank weniger mitbekommen hat. Und ging für uns eigentlich ganz gut. Aber ich meine, für so eine Organisation innerhalb der Produktion ist es immer ein Haufen Arbeit, glaube ich. Ich habe euch gesehen. Der Kontakt mit ihm ist verboten. Kein Wort. Zu niemandem. Du alleine kämpfst gegen uns alle. Mein Junge, jetzt glaubt man, dass man die Welt verändern muss. Komm, irgendwohin, wo man nicht perfekt sein muss. Nee, ich glaube, bei mir ist das eher etwas, auch wenn ich nicht mich als spirituellen Menschen so direkt bezeichnen würde, ist bei mir eher was Spirituelles, also dass ich an den einfachen Gedanken davon glaube, dass Positives immer weiteres Positives erzeugt und also das Gute und das Grundpositive würde ich für mich als ehesten als Gott bezeichnen, so in meiner Welt, ne? Aber ich glaube jetzt nicht an einen Gott, der mir so vorgegeben oder vorgeschrieben wird. Wo soll das sein? Müssen wir suchen. Ich glaube, wahnsinnig viel. Also ich finde es auch richtig, dass man das so nochmal anders adaptiert hat in die nahe Zukunft, weil man unserer Gesellschaft dadurch eigentlich nochmal so einen dystopischen Spiegel vorhält. Also vielleicht auf die Gefahren aufmerksam macht und die Zustände, die es jetzt gibt oder auch die Missstände, die sozialen und politischen, nochmal intensiviert und weiterdenkt, ne? Und das mag dem einen oder anderen vielleicht erstmal so sehr weit gedacht vorkommen, aber ich glaube nicht, dass es so weit gedacht ist, wenn man sich mal vorstellt, wie sich die Dinge auch in den letzten Jahren so rasant und immer viel schneller als gedacht entwickelt haben. Und ich finde das gut, dass der Film zumindest darüber zum Nachdenken anregt, auch wie vielleicht schon, und das kann ich auch von mir selbst behaupten, dass ich das in meiner Schulzeit beobachtet habe, Individualität immer mehr nachnimmt oder auch der Wert von Individualität. Und genau. Ich hoffe, dass man das erkennt in einem Film und vielleicht auch sich gar nicht jetzt zu weit weg fühlt davon.